Jo, was geht? In diesem Part schauen wir uns diese Stadt hier an. Die müsste Trostil, soweit ich weiß, heißen. In dieser frischen Luft zu atmen. Sogar Pokémon atmen hier tief durch. Deswegen bin ich gerne hier. Warum erzählst du mir sowas? Pokémon-Zeitung gesucht, Profi-Pokémon-Fänger. Gut, das sind wir sicherlich nicht erwünscht. Wir fangen nämlich nicht alle Pokémon hier in diesem Let's Play. Das heißt, ja, wir werden hier wohl kaum nützlich sein, wenn wir hier in diesem Haus jetzt uns beweisen wollen. Die Zeitung von Zen ist zwar winzig, aber sie hat viele Fans. Die Zeitung wird genau hier bedruckt. Oh, willkommen. Du hast die Stellenausschreibung draußen gesehen, oder stimmt's? Ist das etwa ein Pokédex? Dann kannst du ja Professor Eibe. Dann kennst du ja Professor Eibe. Mein Gott. Du bist genau der Pokémon-Experte, den wir suchen. Skunkobu, bring mir eins. Wir brauchen es noch heute, sonst wird der Artikel nicht rechtzeitig fertig. Heute noch, bevor das Datum umspringt. Ja, tut mir leid, ich habe leider kein Skunkobu, also du musst den anderen Trainer suchen. Tut mir leid. Sinnoh-Szene, darauf habt ihr alle gewartet. Zeit für Sinnoh-Szene, deine Quelle für alles Wissenswerte. Hier ist die erste top-aktuelle Trendstory des Tages. Willkommen bei Pokémon in freier Wildbahn. Heute werden wir ein wildes Pokémon in seinem natürlichen Umfeld beobachten. Und da ist auch noch eins. Ein wildes Pichu. Da hatten wir Glück. Es trägt etwas bei sich. Sehen wir uns das einmal näher an. Na du, darf ich mal? Autsch, es hat mich am Finger gekratzt. Allerdings wissen wir jetzt, dass wilde Pichu das Item Sinnebeere bei sich tragen können. Vielen Dank, Pichu. Hier hast du das Item Sinnebeere zurück. Au, 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 au. Ich wurde schon wieder gekratzt. Wie üblich habe ich es geschafft, ein Pokémon in Rage zu versetzen. Zeit, mich zu verabschieden. Ach ja, euer Fernseher läuft noch und ihr schaut nicht rein, ne? Also die Stromkosten hier in dieser Region sind echt enorm, wenn überall die Fernseher laufen in fast jedem Haushalt. Naja gut, man kann es nicht ändern. Haben wir uns das Pokémon-Sender schon innerlich angeschaut? Wahrscheinlich noch nicht, genau. Oh, der Pensionsleiter sagt, dass Pokémon unterschiedlich schnell aufwachsen. Von Trostio bis Schleieide ist es recht weit. Du kannst zwar im Café eine Pause machen, aber trotzdem. Aha, okay, dann wissen wir, dass es zwischen der Route zwischen Trostio und Schleieide ein Café ist, wo man sich erholen kann. Das ist doch schon mal ganz gut zu wissen. Gut, was hast du zu sagen? Ich bin so klein, deswegen weiß ich nicht, wie man kämpft. Die nette Pensionsleiterin zieht meine Pokémon für mich auf. Aha. Hey, deine Begegnungen mit Pokémon sind praktisch deine Geschichte. Es gibt ein Zubehör für den Poketch namens Pokémon History. Damit kannst du die Historie aller deiner Pokémon-Begegnungen einsehen. Ah, interessant. Pokémon History der zuletzt erhaltenen Pokémon. Gut, ich zeig's euch schnell. Ich habe jetzt keine Lust zu pausieren, weil ich befürchte, dass dann das Video unsynchron ist. Deswegen mache ich es jetzt kurz in Screen. Ihr seht es ja hier ganz kurz. Und schon habe ich es erledigt. Also hier ist der Bildschirm. Deine Pokémon. Und das heißt was? Ist es vielleicht die Reihenfolge, in der wir die gefangen haben, oder wie? Macholo, Enton, Macholo unser erstes und Shalilos unser aktuellstes neue gefangenes Pokémon? Ich weiß es nicht. Na gut, dann wechsle ich wieder. So. Achso, die haben wir schon angesprochen. Stimmt ja. Jeden Sonntag besuche ich den Turm der Ruhenden. Warum erzählst du mir sowas? Das interessiert keine Sau! Hallo, Ryzen the Trainer. In dieser Stadt gibt es keine Arena. Versuch es in der ich sag immer Schleide. Ja, so heißt die Stadt auch, Schleide. Ich sag immer das andere Wort, ne? Ihr wisst schon. Weibliches Geschlecht und so. Mhm.
Früher war hier nur eine Straße, sonst nichts. Aber dann habe ich alles gegessen und ausgespuckt und jetzt sind hier ein paar Häuser entstanden. Dann kamen Pokémon und Menschen und dieser Ort entstand. Ja. Eine kleine Ortschaft, wenn man es so haben möchte. Ich bin der Pensionsleiter. Ich kümmere mich um die wertvollen Pokémon der Trainer. Wenn du eines deiner Pokémon aufziehen... Wenn ich eines deiner Pokémon aufziehen soll, sprich mit meiner Frau. Alles klar, werde ich vielleicht machen. Ich kann vielleicht ein Ponita abgeben. Oder vielleicht zwei, dann kriegen wir Ponita-Eier. Ach, ist das schön. So, ach wie bequem, hier ist ja schon eine Box. Nein, Quatsch, was mache ich denn jetzt? Ich bin wieder auf Bewegen gegangen. Das will ich nicht. Ich meine, ich bin auf Ablegen gegangen. Ich wollte eigentlich bewegen. So, andersrum. Okay. Gut, unser Ei braucht noch Jahre, bis es ausgeschlüpft ist. Ich lasse Haspiro hier. In die Box zumindest. Dann nehme ich meine zwei Ponitas mit. Die haben den Vorteil, dass die beide unterschiedliche Geschlechter haben. Das heißt, wir können die Pokémon jeweils paaren. Wäre ja auch unlogisch, wenn es... Wenn sie sich paaren könnten, wenn sie dasselbe Geschlecht haben. Denn dann ist etwas falsch gelaufen, glaube ich zumindest. So. Also geben unsere zwei Ponitas in die Pension ab. Und dann müssen wir am laufenden Band Ponita-Eier bekommen. So, jetzt gebe ich das andere auch noch in die Pension ab. Können wir später abholen. Okay, jetzt nehme ich meine Pokémon wieder mit, die ich abgelegt habe. Das habe ich deswegen gemacht, weil wir nur 6 Pokémon maximal in unserem Team haben können. Ja, ich weiß, ich habe mich nochmal vertippt. Seufz. So, du kommst mit. Auf zu wehren, geh da hin, so, und Frau Löwe, sie kommen auch wieder zurück in die Box. Alles klärchen, Lionel Messi hortet seine Sachen. Weiterhin noch, seit 20 Parts fast. Das Band zwischen deinem Pokémon und dir wird stärker, wenn ihr gemeinsam unterwegs seid. Kurz gesagt, die Zuneigung steigt, je mehr Schritte man läuft. Das will dieser Satz eigentlich sagen. So. Das Gebäude hätten wir auch erforscht. Hier waren wir auch schon drin, glaube ich. Hier war ja dieser Typ da, der Pokémon wollte. Oder war das hier unten? Ich glaube, das war hier unten. Dann schauen wir hier mal rein. Immer wenn einmal. Ja, nochmal. Das war zu schnell. Ich kann nicht einfach so schnell reingehen in den Satz. Und ich muss es mir zuerst anschauen, bevor ich lese. Okay. Immer wieder einmal wird in der Pokémon-Pension ein Ei gefunden. Niemand weiß, wie diese Eier dorthin kamen. Versteckt die jemand dort? Ja, der Osterhase. Der klaut die Eier und versteckt sie bei der Pension. Und Hitlers Ei hat auch mal geklaut. Und daraus entstand dann ein böses Pokémon. Ein böses Geradax. Mit dunklen Augen. So, halt Darth Vader Augen. Darth Vader Augen? Nicht, ne? Ich meine so rote Augen, ihr wisst schon, so Albinos. Es heißt, noch nie habe jemand gesehen, wie ein Pokémon ein Ei legt. Ich glaube, das wollen sie auch nicht sehen. Es wurde also nicht bewiesen, dass die Eier von dem Pokémon stammen. Ja, was denn sonst? Legt die irgend so ein Typ dahin oder so ein Storch, so ein Pokémon-Storch, der die Welt mit Pokémon beliefert oder sowas? Kann ich mir kaum vorstellen. So, hier geht's nach unten und hier ist ein Haus. Verdammt, aber da ist auch ein weiteres Haus. Juhu, vielleicht kriegen wir ja ein Item. Am besten wäre natürlich eine TM. Och, dein Fernseher läuft auch. Du kannst Pokébälle dekorieren, indem du Sticker an ihn befestigt. Oh, du hast keinen Stickkoffer? Nun hier bitte. Kevin erhält Stickkoffer. Wähle zunächst die Option Ballkapsel im Menü deines PCs. Wähle dann eine Kapsel und befestige an ihr den gewünschten Sticker. Und danach bringst du die Kapsel an einem Pokémon an. Naja, das zeige ich euch gleich, was die Sticker bewirken.
finde ich recht nützlich. Das, was ich allerdings scheiße finde, ist, dass man seinen Pokémon nicht mehr in die Box ablegen kann, solange der Sticker ausgerüstet ist. Das heißt, man muss den Sticker immer wieder entfernen, wenn man einen Pokémon in die Box legen will, und das ist äußerst nervig. Aber ich mach's einmal zur Demonstration. Wie geht denn das nochmal? PC von Kevin, oder? Ah ja, Ballkapsel. Was? Ich habe keine Sticker? Boah, muss ich mir die erst kaufen oder was? Voll überteuert, ey. Man muss hier alles kaufen, ey. Und das ist auch noch sau überteuert bestimmt. 2000 für einen Sticker. Das ist noch teurer als die ganzen, kennt ihr diese Fußballsticker, die während der WM gesammelt wurden von so kleinen Kindern? Weil, ich arbeite ja als Jugendleiter und die haben da dauernd mit ihren Stickern rumgespielt, während sie eigentlich Schach spielen sollten. Naja. Das Wesen deines Pokémons ist robust. Wusstest du, dass das Wesen eines Pokémons bestimmt, wie es wachsen wird? You don't say. Das sind die Werte, kurz gesagt. In diesem Gebiet gab es früher viele altertümliche Pokémon. Das heißt, es gab sogar regelrechte Pokémon-Leiten in der Nähe. Und im Gras konnten sie sich gut verstecken. Was das für ein Akzent war, kann ich nicht sagen. Das war bayerisch und noch was anderes. Sächsisch vielleicht, ich bin mir sicher. Gut, ist hier sonst irgend noch was da unten? Nein. Versteckte Items! Moment, muss man die Tomata benutzen. Wo sind versteckte Items? Ich werde sie alle sammeln! Schnapp sie dir alle! Alle versteckten Items, nicht alle Pokémon natürlich, ne? Na, Pokémon, schnapp sie dir alle. Nicht Pokémon, sondern versteckte Items. So. Mann, bin ich heute gut gelaunt. Ich weiß nicht warum. Eigentlich bin ich gerade sehr müde, weil ich kaum geschlafen habe heute. Aber jetzt bin ich irgendwie gut drauf, ich weiß nicht warum. Vielleicht sollte ich öfters mal müde sein. Alles klar, oh, was haben wir denn hier? Eine Höhle mit zwei Löchern. Okay, jetzt reicht's aber auch langsam. Na, schauen wir mal nach, was in der Höhle mit zwei Löchern ist. Ein doppeltes Arschloch. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Trostjuroin, okay. Oben rechts. Okay. Oben rechts. Aber ich schaue noch woanders hin. Unten links. Oben rechts. Oben links. Oben links. Unten links. Ist ja fast nur links. Was ist denn los? Ich gehe jetzt rechts. Quatsch, das ist auch links. Fail. Ich weiß immer noch nicht, wo rechts und links ist. Das war damals, wo ich den Führerschein gemacht habe, immer ein großes Problem. Da bin ich statt in die Einbahnstraße immer ins Ende einer Einbahnstraße reingefahren. Ne? So könnt ihr euch das sicherlich vorstellen. Also, ja. Und dann hat mein Fahrlehrer immer das Lenkrad so umgeschwenkt. Ne? So, halt, wo willst du hin? Ich war nach rechts, das ist aber links. Oh, verdammt, das ist ja links. Stimmt ja. Verdammt, jetzt habe ich den Ding übersprungen. Halt, warte. Er hat ja was von Stickern erzählt. Also gut, wir gehen gleich wieder rein. Ich muss erst noch schauen, was der Typ da gerade gelabert hat. Wo der hingegangen ist, kann ich nicht sagen. Entweder ist er in diesem Haus oder er ist im Pokémon Center und verkauft ein paar Sticker an Leute, die ihre Pokémon heilen wollen. Ja, da sind so Trainer, ne? Die sind ganz traurig, heulen wahrscheinlich auch, weil ihre Pokémon im Kampf schwer verwundet sind. Und dann bietet der kleine Knirps den einen Sticker an. Hey, magst du einen Sticker? Nein, ich will keinen Sticker! Noch nicht. So, ist sie hier drin? Nein. Verdammt. Wo ist denn der? Der verkauft bestimmt was. Drogen! Sticker, Drogen. Drogensticker. Sticker mit Drogen drauf. Ich nehme einen Sticker. Aussehen. Crack. Und noch einen Sticker mit LSD, bitte. Das macht 2000 Pokédollar. Was, so ist viel? Nein, ich habe nichts genommen, ne? Noch nichts. Später werde ich was nehmen. Und zwar eine Mütze Schlaf. Ich verwende Sticker, um das Alphabet zu lernen.
Aha. Immer wenn er Zeit hat, geht mein Sohn zu den Ruinen. Er sagt, er könnte es dicker für seine Kapseln machen. Könntest du ihm eventuell die Pokémon zeigen, die du in den Ruinen fängst? Ich fange ein die Kognito und dann kriege ich bestimmt einen Sticker. Das ist noch teurer als Geld gleich auszugeben. Warum es teurer ist, ganz einfach. Inkognitos fangen kosten Pokéwelle. Pokéwelle kosten im Durchschnitt 100 Poké-Dollar. Im späteren Spielverlauf, wenn man Hyperbälle hat, kosten die Hyperbälle 700. Und wenn Inkognitos manchmal ausspringen aus ihren Bällen, dann kostet ein Inkognito mehr als 700. Was heißt, dass die Sticker... Was? 800? Na gut, 800. Verdammt, hier ist kein verstecktes Item. Jetzt hast du mich aus der Fassung gebracht. Ja, Entschuldigung, genau. Mich beim Aufnehmen hier stören, unglaublich. Alles klar, verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, richtig. Wir wollten jetzt nachschauen, ob es hier Kognitus gibt. Hier waren wir ja schon. Also ich gehe jetzt jedes Stockwerk einfach mal so durch. Hier steht dran, wenn man die Kognitus-Schrift beherrscht, der Weg zum Ende der Höhle oder zu einem verborgenen Schatz. Aber ich laufe jetzt so entlang. Vielleicht finden wir hier ein paar Items, / Trainer, die wir bekämpfen können. Ein Pokéball echt 800. Ja, das ist noch teurer. Gut, unten links. Okay, hier ist versteckt. Sieht dann. Ist das. Hier gibt es ja auch Wassersteine, soweit ich weiß, oder? Kann das sein? Ah ja, das ist der richtige Weg. Okay, den muss ich mir merken. Oder vielleicht auch nicht. Denn ich kann ja die Kognito-Schrift. Ich kann es ja dann einfach ablesen später, wenn ich den Weg suchen möchte. Bis jetzt sind noch keine Inkognitos aufgetaucht. Sehr merkwürdig. Ah, ein Trainer. Hier wimmelt es nur so von Inkognitos. Das muss eine Ursache haben. Die Wahrheit ist da draußen. Ein Kampf gegen dich wird zum Anfang der Suche. Alles klar, was hast du, Inkognito? Nein, Kleinstein. Das wäre sehr interessant, wenn er Inkognitos hätte. Das wäre der erste Trainer, der Inkognitos, soweit ich weiß, im Kampf benutzt. Oder? Stimmt das? Also bis jetzt habe ich noch keinen Trainer gesehen, der einen Inkognito in den Kampf schickt. Fällt mir so gerade auf. Alles klar, ich kann mit Kampfhalken leider schlecht gegen Kleinstein kämpfen, wegen dem Typennachteil. Ich wechsle zu meinem Stahl-Pokémon. Okay, ich greife diesen Kleinstein natürlich an mit einer Sondersensorattacke. Das müsste ihn sehr viel abziehen. Hoffe ich zumindest. Der Spezialangriff unseres Pokémons ist nicht besonders hoch. Na, ja, aber der Spezialverteidigungswert von Kleinstein auch nicht. Okay. Ein weiteres Kleinstein. Oh Gott, ich hoffe, sein drittes ist kein Georock. Der Attacke Finale. Das wäre schon ein bisschen heftig. Finale kann Kleinstein, boah, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich schätze ungefähr mit Level 20 um den Dreh rum, von 20 bis Level 30, lernt Kleinstein /Georock/Geowatz Finale. Alles klar, und das letzte von ihm ist ein Bronzel. Noobs könnten jetzt vielleicht meinen, dass Bronze die Entwicklung von Kleinstein wäre. Weil dieses Spielchen mit der Vorentwicklung, die sieht man in mehreren Pokémon-Spielen, dann könnten Noobs es vielleicht doch nicht als die Entwicklung einstufen, na, egal. Halb Noobs. Noobs, die schon einmal Pokémon gespielt haben, aber Noobs in Pokémon Pearl sind. So einer wie ich zum Beispiel. Hey, ich bin ein Halbnoob.
Alles klar, das war's für Bronzel. Gib mir Experienze! Rolf. Oh, ich hab Rolf besiegt. Sorry, Rolf. Naja, wer so einen Namen hat. Grüße an alle, die Rolf heißen. Ein Fluchtseil. Okay, und was ist hier? Hyperstrahl! TM Hyperstrahl! Verdammt. Okay, hier ist der richtige Weg. Ja, wir müssen einfach nur die. Wir müssen einfach nur alle Kammern anschauen. Also diese Beschreibung ist eigentlich voll unnötig, die am Anfang, wenn man es so sieht. Ich meine, man muss ja einfach nur einfach jeden Raum systematisch durchsuchen und dann findet man sowohl Items als auch alle richtigen Räume. Alles klar, das ist der richtige Weg, aber da unten ist noch ein Gang. Hier muss doch irgendein Wasserstein geben. Irgendeinen versteckten Wasserstein gibt's hier, das weiß ich. Ach übrigens, ich habe nachgeschaut, wann wir gegen die Arenaleiterin von Herzhofen kämpfen können. Und zwar können wir erst gegen die kämpfen, wenn wir unseren vierten Orden haben. Also quasi unseren anderen Orden. Und unseren übernächsten Orden. Also wenn wir, kurz gesagt, wenn wir vier Orden haben, können wir erst gegen die Lamina, heißt die, glaube ich, kämpfen. Ah, hier ist nichts. Und was ist dort? Ah, oh, Schätze! Ein Sonderbonbon. Moment, ich sammle noch hier das andere ein, dann muss ich... Dann kann ich das streichen, eigentlich den Gedanken, dass ich noch was einsammeln muss. Hä? Ah, ich war mir jetzt hier ziemlich sicher, dass hier der Wasserstein ist. Gibt es hier keinen Wasserstein? Oder vielleicht nur in Platin? Ja, ich weiß es nicht. Ich kenne die vierte Generation, wie gesagt, nicht so gut. Ich kenne die ein bisschen, aber nicht so gut wie die anderen Generationen. Am besten kenne ich die erste und die zweite Generation. Und dann die fünfte und dann die dritte und die vierte. So ist die Reihenfolge. Ach ja, und nach der vierten die sechste. Die sechste kenne ich überhaupt nicht. Die habe ich gerade erst einmal durch. Also Pokémon X und Y. Bald kommt ja Pokémon... Omega Saphir und Alpha Rubin raus. Oder Alpha Saphir und Omega Rubin, egal. Ja, was steht da? Freude. Freud. Freundschaft. 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 Da steht Freundschaft. Alles Leben beruht. Beruht an. Anders. Anderes. Nee. Beruht ist es nicht. An alles Leben berührt. Alles Leben berührt. Anders. All. Was? Leben. Alles Leben beruft auf. Ach, keine Ahnung. Leben. Um. Levas. Etwas. Da steht etwas, genau das ist etwas. Etwas Neues und Lebendiges. Lebendiges zu erschaffen. Erschaffen? Ist es erschaffen? Ja, also mein Satz, was ich gerade vorgelesen habe, hat gar keinen Sinn gemacht. Okay, nochmal. Streng dich an, du kannst die Inkognito-Schrift. Freundschaft. Also gut, Freundschaft. Alles Leben. Berührt. Anders. Leben. Um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. Ergibt zwar keinen Sinn, was ich da geredet habe, aber gut. Das wird schon alles irgendwie einen Sinn haben. Hoffe ich zumindest.
So, hier geht's glaube ich raus, ne? Ja genau, ich habe nämlich ein fotografisches Gedächtnis. Na verdammt, ich habe ein verdammt schlechtes Gedächtnis. Na verdammt, da ist nur ein Stein. Das ist noch schlimmer als Mordpie. Da ist ein Stein. It's a rock. It's a rock. It's a rock. Wer Mordpie ist, googelt es auf YouTube. Dann wisst ihr, wer Mordpie ist. Ich sag nur, it's a rock. A rock. A big rock. So, okay, das war's. Hier. Oben links. Ja, komm. Das müssen wir uns nicht nochmal anhören. So. Gut, Pokémon Center. Hey du, heil meine Pokémon! Bitte. Vielen Dank. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Yay! Kommen wir bald wieder, werde ich. Vielleicht. Gut, das war Trostio. Wir haben Trostio in diesem Part vollständig erforscht. Im nächsten Part gehen wir die nächste Route und erreichen hoffentlich Schlaiede. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Part, euer RNKP. Ciao.